Dieses Fahrzeug sieht nicht nur exotisch aus, es fährt auch so. Der Morgan Freewheeler ist ein Oldtimer, der seinem Fahrer einiges an Fahrvermögen abverlangt, aber auch mindestens ebenso viel Spaß bringt. Erste Erfahrungen mit motorisierten Untersätzen sammelte der spätere Firmengründer Henry Frederick Stanley Morgan im Alter von 21 Jahren, als er sich mit seinem Ersparten ein Eagle Tandem, ein Three-Wheeler mit wassergekühlten 8 HP de Dion Motor kaufte und ihn wegen seiner Unzuverlässigkeit ständig reparieren musste. Im Jahr 1909 schlägt die Geburtsstunde des Morgan Three-Wheeler. Henry Morgan hatte sich seinen 7 HP Peugeot Motorradmotor auf ein steifes Fahrwerk montiert und von seinem Freund Stevenson Peach das Chassis bauen lassen. Er nannte sein dreirädriges Gefährt Morgan Runabout. Die Fahreigenschaften waren bemerkenswert. Die unabhängige Vorderradaufhängung war für die damalige Zeit eine echte Besonderheit. Und der verwindungssteife Rahmen und das geringe Gewicht machten aus dem Morgan Three-Wheeler einen richtigen Flitzer, der es mit vielen vierrädrigen Fahrzeugen aufnehmen konnte. Außerdem zählte ein Three-Wheeler steuerlich gesehen nicht als Auto, sondern noch als Motorrad. Schon 1910 ließ sich Morgan seine Konstruktion patentieren und gewann 1911 die Goldmedaille beim Belastungswettbewerb London Exceeded Trial. 2 Jahre später produzierte die Morgan Motor Company eine kleine Serie von Rennwagen. Einen kaufte sich McManus und fuhr damit beim französischen Cyclecar-Rennen 1913 in Amiens zum Sieg, obwohl er unterwegs noch den Schlauch seines Reifens wechseln musste. Das Modell bekam den Namen Grand Prix und blieb über Jahre sehr beliebt. Nach dem Sieg von McManus wurden die Three-Wheeler in Frankreich besonders populär. Mit Ende des Ersten Weltkriegs stieg die Zahl der verkauften Morgans beachtlich an. Die Gebrüder Roger und André Damant übernahmen schließlich die Lizenzproduktion für Frankreich und bauten in ihrer Fabrik in Courbevoie, ein Vorort von Paris, die Damant Morgans aus angelieferten englischen Teilen. Der hier gezeigte Morgan Damant Sport aus dem Jahre 1923 ist ein besonders seltenes Exemplar. Angetrieben durch einen außenliegenden 1100 Kubik wassergekühlten Damant Sharp Motor mit 2 Zylindern und Magnetzündung, brachte es das Gefährt auf 140 km pro Stunde. In Frankreich wurden die Damant Morgans bis 1936 gebaut. Im Juli 1952 verließ der letzte Three-Wheeler, ein F-Super mit Ford-Motor, die Fabrik der Morgan Motor Company.